Ihre Patienten gehören zu den Kleinsten der Kleinen. Jana hilft Frühchen bei ihrem schweren Start ins Leben. Sie ist Ärztin auf der Neugeborenen-Intensivstation in Winnenden. Es sind richtig viele Risiken, die Kinder haben. Und je früher sie auf die Welt kommen, desto größer werden diese Risiken. Jedes 11. Kind in Deutschland kommt so früh auf die Welt. Doch dank des medizinischen Fortschritts steigen die Überlebenschancen. Und auch dank Menschen wie Jana. Seit ich angefangen habe, Medizin zu studieren, war es schon immer mein Traum, in der Neo zu arbeiten und Kinderärztin zu werden, aber speziell auch bei den Frühgeborenen und Neugeborenen, weil mich das fasziniert, diese kleinen Wesen, wie die kämpfen und wie stark die sind. Fit fürs Leben machen. Wie klappt das? Ein Notfall auf der Neugeborenen-Intensivstation. Ein Baby soll gleich per Kaiserschnitt geholt werden. Über einen Monat vor dem eigentlichen Geburtstermin. Ich weiß jetzt von der Mama, dass sie gekommen ist, weil sie Wehen hat und sie ist ein bisschen zu früh, also 34 Wochen. Das heißt, es sind 6 Wochen vor einer normalen Schwangerschaft Ende. Das heißt, das Kind, wir erwarten jetzt kein extremes Frühgeborenes, sondern wir erwarten eigentlich ein spätes Frühgeborenes, was es eigentlich ordentlich machen sollte, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Ihr Gefühl soll ihr Recht geben. 15 Minuten später. Das Kind ist auf der Welt. Janaína Johansson, genannt Jana, und ihre Kolleginnen übernehmen die Erstversorgung. Beruhigen, berühren, begrüßen. Das Wichtigste ist die Atmung. Damit haben fast alle Frühgeborenen Probleme. Das Mädchen atmet angestrengt, die Lunge noch unreif. Über eine Atemmaske führen Jana und ihre Kolleginnen dem Neugeborenen Luft zu. Aber reicht das? Wir haben es ja nicht gesehen, ne? Hallo, Pippi. Wir sind so ein bisschen jetzt am Überlegen, ob wir ihr noch ein Medikament für die Lunge geben. Das hilft ihr zum Atmen, ist aber halt ein bisschen eine invasive Aktion. Das heißt, das wird sie ziemlich stressen. Deswegen überlegt man da immer so ein bisschen hin und her, ob man es wirklich braucht oder nicht. Nach 30 Minuten darf der Vater zu seiner Tochter. Er und seine Frau haben bereits ein Kind. Auch ein Frühchen, bei dem es Komplikationen gab. Herr Keller, gucken Sie, ist Ihre kleine Maus. Wir sind das ganze Team von der Kinderklinik. Wir haben auf Sie aufgepasst, wie ich Ihnen versprochen habe. Sie macht's ganz ordentlich. Ja, Sie hören, dass sie stöhnt. Sie braucht ein bisschen Atemhilfe. Sie schafft's nicht ganz ohne. Und bei Ihrer Frau dort? Namen. Lilly. Mhm. Hallo, Lilly. Die Kinder haben oft am Anfang, das wissen Sie ja, wenn sie per Kaiserschnitt geholt werden, einfach noch ein paar Problemchen. Jana versucht, die Angst zu nehmen. Das ist ein extremer emotionaler Stress. Wir versuchen, die Eltern immer so gut wie möglich aufzufangen. Aber dass das eine Ausnahmesituation ist, ist komplett verständlich. Während Lillys Vater zurück zur Mutter im Kreissaal OP nebenan geht, wird Lilly auf die Neugeborenen-Intensivstation gebracht. Seit einem halben Jahr ist die 37-jährige Jana hier Oberärztin. Das ist eine sehr große Verantwortung, der ich mir eigentlich jeden Tag bewusst bin. Also immer, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, denke ich mir, hui, jetzt habe ich doch noch mal ganz schön viel mehr auf meinen Schultern, als ich das vielleicht früher hatte. Der Großteil der Babys auf der Intensivstation sind Frühchen, also vor der 37. Schwangerschaftswoche geboren. Normalerweise dauert eine Schwangerschaft 40 Wochen. Die Station hat Platz für 13 Babys, die hier neben medizinischer Versorgung auch viel Zuneigung bekommen. Das sogenannte Perinatalzentrum ist auf Extremfrühchen spezialisiert, die komplizierten Fälle. Auf der Station betreut ein Spezialistenteam aus Ärzten und Pflegekräften die kleinen Patienten. Das Team arbeitet eng zusammen. Ja, das ist aber auch ganz arg wichtig, weil einfach die Pflege viel mehr vom Kind mitkriegt, weil sie die ganze Zeit am Patienten ist und wir halt
mehr Verantwortung für mehrere Kinder haben und dadurch nicht komplett unser Augenmerk auf ein Kind legen können. Zurück bei Frühchen Lilly und ihrem Vater. Vorsichtiges Kennenlernen. Eigentlich hätte Lilly erst in 6 Wochen kommen sollen. Dann sind halt die Wehen von meiner Frau stärker geworden, die Schmerzen stärker geworden. Und dann heute Morgen haben sie dann entschieden, dass die Kleine geholt. Lilly bekommt eine Zuckerlösung am Stäbchen für ein süßes Glücksgefühl. So soll sie die Blutabnahme weniger spüren. Ja, ich weiß, es ist fies. Doch die Ergebnisse des Bluttests sind leider nicht so gut wie erhofft. Aber kein Sauerstoff. Also sie ist so gut ohne Sauerstoff, gell? Und hat jetzt auch nicht mehr gestöhnt. Aber jetzt war unsere BGA war gar nicht schön, unsere Blutgasanalyse. Da haben wir jetzt einfach gesehen, dass sie doch zu viel CO2, also Kohlenstoffdioxid, einfach anreichert. Mhm. Und jetzt müssen wir mal abwarten. Kurz darauf, Lillys Eltern endlich vereint mit ihrer Tochter. Die zu frühe Geburt ein Schock und die Sorge um die kleine Patientin ist groß. Für die Eltern war das, glaube ich, schon traumatisierend, weil sie halt schon mal ein Kind hatten in ungefähr der gleichen Woche, was dann relativ intensiv medizinisch krank war und haben sich jetzt eigentlich erhofft, dass es besser wird und dass es eben normal in der Schwangerschaftswoche eigentlich nicht zu großen Problemen kommt. Und jetzt ist es halt wieder ein Mädchen, was doch mehr Probleme hat als erwartet. Insofern glaube ich schon, dass es die Eltern mitnimmt. Frühchen Lilly wird erstmal auf der Intensivstation bleiben müssen. Und Jana, die hat Feierabend nach 10 Stunden. Sie ist selbst Mutter von 3 Kindern. Die Kita ihrer 2 Kleinsten direkt neben der Klinik. Oh, was macht eigentlich deine Zunge, Schatz? Zeig mal deine Zunge. Kurzer Abstecher zu Janas Mann Ralf. Auch er arbeitet im Rems-Murr-Klinikum, ist Chefarzt der Kinderklinik. Einige Kilometer weiter in Waiblingen. Hier wohnt Jana mit ihrer Familie. Sie hat noch einen Sohn aus erster Ehe. Das Besondere, alle ihre Kinder sind zu früh auf die Welt gekommen. Zum Glück mit wenig Spätfolgen. Nicht selbstverständlich für Frühchen. Was sie ganz häufig haben, sind, dass sie einfach Problemchen mit den Lungen haben. Also, dass sie häufiger mal Asthma bekommen oder häufiger mal eine Bronchitis kriegen. Also, das hat jetzt zum Beispiel Oskar auch mehr als jetzt vielleicht ein anderes Kind in seinem Alter, dass er schneller, wenn er mal erkältet ist, dass es dann immer gleich auf die Bronchien schlägt. Deswegen inhalieren wir ihn halt auch häufiger mal. Ein langer Tag, auch für Janas Mann Ralf. Zu Hause wird er sehnsüchtig erwartet. Oski möchte gerne noch ein bisschen getragen werden. Wertvolle Familienzeit. Solche gemeinsamen Abendessen sind selten, die Abende oft zu kurz. Die Klinik ist eben Teil des Lebens und die Nähe zur Klinik, auch im Privaten, ist auch ein Teil davon. Und wenn es eben am Telefon klingelt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand von der Klinik dran ist, sicher 50%. Sind die Kinder im Bett, hat das Paar Zeit zum Abschalten. Oft ist es am Abend so, wenn wir dann mal alle Kinder schlafen und wir praktisch in Ruhe mal zusammensitzen, dann reden wir vielleicht mal noch so eine halbe Stunde oder auch eine Stunde, dass wir uns das sozusagen von der Seele reden, was wir gemacht haben am Tag. Es ist schon so, dass man, glaube ich, Dinge, die einen drücken, erzählt, wie überall. Mhm. Ja, aber man muss jetzt, ich glaube, wir haben noch andere Themen und das ist auch ganz gut so. Ein neuer Arbeitstag im Rems-Murr-Klinikum. Jana und das Team kümmern sich heute um die kleine Jana. Sie ist fast 4 Monate zu früh geboren, mit gerade mal 658 Gramm. Sie ist jetzt auch gerade unsere kleinste Patientin. Ein Extremfrühchen, eine Handvoll Leben an der Schwelle zur Überlebensfähigkeit. Ist gut, ist gut. So, meine Maus, guck mal, da kommt es jetzt ein bisschen kühl. Ein bisschen kühl. Dann, wir machen jetzt noch mal einen Ultraschall vom Herzen. Bei den ganz kleinen Kindern besteht manchmal eine Verbindung zwischen Lungenschlagader und Hauptschlagader und die ist dann noch offen. Und bei der kleinen Maus hatten wir sie schon verschlossen mit einem Medikament.
Und jetzt hört man aber wieder was. Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich die Verbindung wieder offen. Das kann manchmal passieren. Sollte sich die Verbindung nicht wieder schließen, muss Jana operiert werden. Nicht nur bei Frühchen, sondern auch bei Neugeborenen können große Komplikationen auftreten. Vor einigen Monaten konnte das Team einem Kind nicht mehr helfen. Wir haben einfach gesehen, es wird von seinen Vitalwerten her überhaupt gar nicht richtig gut. Es hat dann ein komplettes Organversagen bekommen. Und da haben wir dann zusammen entschlossen mit Eltern und auch mit unserer Ethikberatung, dass es besser ist für das Kind, wenn wir es gehen lassen. Auch solche Momente gehören dazu. Frühchen Jana hingegen hatte Glück. Sie ist relativ stabil. Schwester Susanne übernimmt die weitere Versorgung der Kleinen. Der behutsame Umgang, ein wichtiger Beitrag für die Entwicklung des Kindes. Sie sieht auch gar nicht, was ich mache. Und jeder, der mal die Augen zu hatte und einfach mal ohne Vorwarnung angetatscht wurde oder angefasst wurde, der weiß, wie sehr man erschrecken kann. Und unsere Frühchen, die sind genauso wie wir Erwachsenen. Also ich möchte auch nicht, dass mir jemand ins Gesicht fasst, ohne sich vorher anzukündigen. Für die Kinder ist das zu früh geboren werden eine große Belastung. Genauso wie für ihre Eltern. Um ihnen zu helfen, gibt es etwas Besonderes auf der Station. Ein Tagebuch, in dem die Pflegekräfte die ersten Lebenswochen liebevoll festhalten. Und auch die Eltern können in das Buch schreiben. Und es ist eigentlich dafür gedacht, dass die Mama nicht in eine Depression verfällt, die ja bei so einem einschneidenden Erlebnis, sage ich jetzt mal, gut auch mal passieren kann. Da kann sie ihre Ängste, Sorgen, aber auch alles Schöne reinschreiben, was jetzt passiert ist im Laufe des Tages. Das sind die ersten Fußabdrücke. Weil wenn man das irgendwann sieht, diese Fotos, dann man kann sich gar nicht mal so wirklich erinnern, wie klein das war. Und wenn man dann diese Fußabdrücke noch drin hat, das ist einfach was total Schönes. Und viele haben mir dann auch berichtet, dass sie jetzt im Nachhinein noch viel darin lesen und diese ganzen Gefühle einfach da auch wieder hochkommen. Und dieses Aufarbeiten, das ist einfach ganz wichtig. Und für die meisten war das eines der schönsten Dinge, die sie hier auf der Frühchenintensiv erlebt haben, in der Zeit, wo ihr Kind groß geworden ist. Die kleine Lilly musste nur wenige Tage auf der Intensivstation bleiben. Das Mädchen braucht keine Atemhilfe mehr und ist inzwischen mit ihrer Mutter auf der Nachbarstation vereint. Geht soweit ganz gut? Sehr schön. Seit gestern Trinkzaum. Macht sehr gut. Gute Fortschritte. Sie hat schon ein bisschen Unterstützung gebraucht, aber jetzt macht sie es ja wunderbar. Ja. Nur die Blutergüsse zeugen noch von der Schwere der Geburt. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, dann wünsche ich Ihnen alles, alles Gute. Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, wenn irgendwas ist. Doch auch Lillys Mutter hat schwere Tage hinter sich. Ich hatte Angst. Ich hatte Angst, das nochmal zu erleben, wie bei meiner ersten Tochter. Die kam ja auch zu früh auf die Welt. Lillys große Schwester hatte einen Lungenzusammenfall nach der Geburt, schwebte in Lebensgefahr. Sie war dann wirklich wie so ein kleiner Koma-Patient im Brutkasten 2 Wochen lang. Und ich durfte sie weder noch nehmen, weder noch in die Nähe kommen. Und davor hatte ich am meisten Angst. Bei Lilly ist es besser verlaufen. Ihr kann Madeleine nahe sein, Geborgenheit schenken. Mit Brutkasten nicht so einfach. Das ist auch eine schwierige Situation, da eine Mutter-Kind-Bindung aufzubauen. Weil man will ja fürs Kind da sein und man ist hilflos. Man gibt ja das Kind in fremde Hände und hofft nur das Beste. Schon bald dürfen Lilly und ihre Mutter das Krankenhaus verlassen. Derweil ist Jana zurück auf der Intensivstation. Für ein ausgedehntes Mittagessen keine Zeit. Jana und ihre Kolleginnen auf dem Weg zu einer Patientin auf der Wochenstation. Die Kinderärzte, Hebammen und Gynäkologen im Rems-Murr-Klinikum arbeiten eng zusammen, um Frühgeburten zu verhindern. Nina ist in der 25. Schwangerschaftswoche. Sie wird schon seit mehreren Wochen in der Klinik überwacht, darf nicht aufstehen. Ihr Baby droht zu früh zu kommen. Jeder Tag zählt. Die Gynäkologin Eleonore Roma-Maas ist Spezialistin darin, Säuglinge möglichst lange im Mutterleib zu belassen. Eine große Verantwortung. Wenn ich das Kind zur Welt bringe und das Kind stirbt,
Ich bin auch ein Teil schuldig, wenn ich die Entscheidung sehr schnell getroffen habe. Und dann stört mich nicht einmal, zweimal, dreimal pro Tag sogar, wenn notwendig ist, die Frau zu betreuen. Und engmäßig jeden Tag sinkt 1% des Risikos des Kindes. Das bedeutet, 10 Tage ist 10% Risiko und 20 Tage ist 20%. Und das ist das wert. Also ein gesundes Kind und eine gesunde Mama. Und wir sehen uns morgen. Okay. Genau. Tschüss. Danke für Ihren Besuch. Tschüss. Danke. Nicht zu wissen, wann ihr Kind kommt und ob es überlebensfähig sein wird. Wie ist das für Nina und ihren Mann Andreas? Man schiebt so diese Risiken einfach so weg, was passieren kann. Und wenn man ja einfach möchte, dass alles gut wird, auf jeden Fall. Und man möchte ja noch durchhalten. Aber trotzdem hat man dann natürlich wieder Angst und denkt, ach Mann, warum kann es bei uns oder bei mir jetzt nicht einfach normal laufen, wie so bei vielen Menschen. Also letzte Woche ging es mir ja nicht so gut, als ich dann die Wehen hatte. Da habe ich gemerkt, meine Nerven sind letzte Woche richtig blank gelegen, weil ich auch wusste, diese 24. Woche ist so gerade diese Schwelle, dass das Kind überleben kann. Natürlich belastet einen das und das belastet einen über Wochen, auch wenn man es verdrängt, klar. Ihre Hoffnung? Dass das Kind noch die nötigen Wochen auf sich warten lässt. Halb 7 Uhr morgens in Waiblingen. Jana arbeitet Teilzeit, 2 bis 3 Tage in der Woche. Ralf kann etwas später als sie in der Klinik anfangen. Gemeinsames Aufstehen, wach werden. Mit dem Oski. Der Oski ist schon so alt und trinkt immer noch Milch. An diesen Tagen übernimmt Ralf die Kinder, macht sie fertig für Kita und Schule. Wie heißt das? Das ist generalstabsmäßig geplant. Und meistens sage ich dann in der Klinik, wenn ich hier bin, habe ich das Strengste schon geschafft. Jana joggt zur Arbeit. Tschüss, Mama. Tschüss. 40 Minuten nur für sich. Das ist für mich so eine Zeit, wo ich einfach ganz alleine bin und mich sammeln kann und irgendwie auch Kraft tanken für den Tag dann. Die Ärzte und Pflegekräfte der neugeborenen Intensivstation arbeiten im Dreischichtbetrieb. Das heißt, die kleinen Patienten sind rund um die Uhr streng überwacht. Das Personal jederzeit bereit, auf Notfälle reagieren zu können. Hi Anna. Hi. Hast du deine Nacht gut überstanden? Ja, das habe ich. Sehr gut. Ja, danke. Super. Ja, erster Programmpunkt, Visite. Geht es allen Kindern so gut wie am Vortag? Der ist stabil ohne Atemunterstützung, hat bis gestern Abend noch geleuchtet. Ja. Das blieb aber gut rückläufig, deswegen leuchtet er seit der frühen Nacht nicht mehr. Hat Radio gemacht, aber nichts. Jemand mit Stimulationsbedarf am 19. Besuch für das ehemalige Nesthäkchen der Station. Janas Eltern kommen vorbei. Da sein, wann immer es geht. Und das schon seit über einem Monat. An eine Entlassung ist noch nicht zu denken, aber bei Jana geht es voran. Sie braucht keinen Brutkasten mehr. Ich vor 2 Tagen kam und es gesehen habe, dass sie ein neues Bettchen hat, dann denke ich so, wieder einen Schritt geschafft in die richtige Richtung. Für Stefan und Sandra ist es das erste Kind. Sie müssen alles lernen, vom Wickeln bis zum Waschen. Langsam weicht die Unsicherheit einer gewissen Routine. Was bleibt, ist die Frage nach dem Warum. Für mich war der erste Gedanke, oh nein, das ist viel zu früh. Warum jetzt? Warum? Ich weiß auch nicht. Also, war ein schreckliches Gefühl. Einfach, man ist einfach machtlos, man kann einfach nichts machen. Ich denke mal, ich darf in der Vergangenheit leben und sagen, oh, was war, warum ist es jetzt passiert? Hab ich vielleicht Schuld? Habe ich zu viel einfach gemacht? Bringt ja nichts. Das ist halt so die Situation. Einfach annehmen und Schritt für Schritt weitermachen. Drauf einlassen. Anders geht's nicht. Und Familie Herford, sind Sie zufrieden mit Ihrer kleinen Tochter? Ja, sehr zufrieden. Ja. Sehr schön. Wir sind auch sehr zufrieden. Jana bekommt von Anfang an Muttermilch. Das ist nicht bei allen Frühchen selbstverständlich.
Hallo Jana, du bist richtig groß geworden, gell? Medizinische Unterstützung für das Frühchen, seelische vor allem für die Eltern. Sonst geht sie eigentlich so einen richtigen Weg. Jeden Tag wird es ein bisschen mehr Gewicht. Wir gucken immer, dass sie auch von der Atemhilfe vielleicht nicht so viel mehr Unterstützung braucht. Es ist wirklich so, dass man mit den Eltern ein Verhältnis aufbaut und mit den Kindern auch, das jetzt völlig darüber hinausgeht, dass es jetzt ein Patient ist, der halt ein paar Tage da ist und dann wieder geht. Also die Eltern, die, das merkt man auch, die fühlen sich wohl, die kommen dann, die kennen die Schwestern, die kennen sich hier irgendwie aus. Das ist wie so ihr zweites Zuhause für die Zeit, die sie hier sind. Wieder heißt es Abschied nehmen. Bis zum nächsten Besuch. Ja, schon ein bisschen ungewohnt. Denkt man so, oh, jetzt lasst man sie ja wieder alleine, aber es ist anders wie ganz am Anfang. Jetzt, wo sie schon größer ist und stabil ist, dann fällt es einem doch etwas leichter, nach Hause zu gehen. Und man weiß ja, man kommt wieder und ja. Auch bei der schwangeren Nina hat sich Routine eingestellt. Seit 4 Wochen schon muss sie das Bett hüten. Ich glaube, das ist so eine innere Einstellung, die man dazu braucht. Ich habe mich jetzt darauf eingestellt, dass ich jetzt einfach liegen muss und ich weiß ja, wofür ich es tue. Und ich kann hier auch viel besser abschalten als zu Hause. Bis dahin abwarten und hoffen, dass alles gut wird. In Waiblingen gibt es Frühstück. Wollt ihr was essen, Jungs? Ja, was essen? Oh, hier liegt wieder viel rum. Immer wenn Jana frei hat, gehen Oskar und Neo nicht in die Kita. Intensive Zeit zu dritt. Super, hast du deine Pampi? Was ist da der Bauchnabel? 1, 2, 3, 4, 5. Alle da! Super! Auf dem Tagesprogramm der Wocheneinkauf. Jana wird schwach. Machen wir gleich auf. Und manchmal bin ich zu nachgiebig, vielleicht weil ich dann denke, oh, ich war heute arbeiten, dann kaufe ich ihm so einen Mist. Aber. Wie viele berufstätige Mütter plagt auch Jana oft ein schlechtes Gewissen. Wenn ich dann wirklich bis um 5:30 irgendwie was nicht mehr geschafft habe und dann aber los muss in die Kita, dann klar, dann fühle ich mich schlecht. Zum einen fühle ich mich schlecht, wenn meine Kinder die letzten sind, die noch in der Kita sind. Und zum anderen fühle ich mich schlecht, weil ich dann halt vielleicht irgendwas nicht mehr geschafft habe zu machen, irgendeinen Befund zu schreiben oder so. Das muss ich dann am nächsten Tag machen. Und da denkt man sich dann schon manchmal, oh, das irgendwie passt das alles unter einen Hut. Ohne Unterstützung aus dem Familien- und Freundeskreis wäre es für Jana schwieriger, den Beruf als Ärztin auszuüben. Lange Arbeitstage, spontane Einsätze in der Klinik. Dann springt ihr Vater Theodor ein. Längst drüber weg. Und jetzt, rum. Ja, meine Güte. Manchmal schon sogar sehr ad hoc, dass dann ein Telefonanruf kam, oh, könnt ihr nicht mal schnell kommen, wir müssen dies oder das. Manchmal ist meine Frau noch dabei. Es sind ja genug Kinder da, um die man sich kümmern muss. Und eigentlich freuen sich die Kleinen, wenn sich einer so mal ganz um sie kümmern kann. Und wir freuen uns ja auch. Jana schaut, dass keines der Kinder zu kurz kommt. Schließlich haben sie alle ihre Bedürfnisse, brauchen Zeit und Liebe. Doch sie mag auch ihre Arbeit als Ärztin. Könnte sie sich vorstellen, ganz zu Hause zu bleiben? Genießt die Zeit ganz arg. Klar wünscht man sich vielleicht, dass es jetzt jeden Tag so wäre. Aber andererseits, wenn man dann das jeden Tag hat, dann ist es schon auch so, dass man dann denkt, jetzt so ein bisschen mal auch eine Herausforderung für den Kopf wäre auch nicht so schlecht. 3 Wochen sind vergangen. Ein neuer Patient ist auf der neugeborenen Intensivstation eingezogen. Vor 2 Tagen ist Ninas Sohn Paul auf die Welt gekommen. 12 Wochen zu früh. Gegen die Gelbsucht, typisch für Frühgeborene, liegt er unter blauem Licht. Die Kinder haben, das ist physiologisch, dass sie nach der Geburt mit dem Gelbwert ansteigen. Die Frühchen vor allem, weil sie eben noch so eine unreife Leber haben. Und das dauert aus der Erfahrung raus 1-2 Tage. Insgesamt 7 Wochen konnte Nina die Geburt hinauszögern.
Heute darf sie zum ersten Mal mit Paul kuscheln. Körperkontakt ist wichtig. Hautnah spürt der Kleine den Herzschlag, die Wärme und die Liebe der Mutter. Es ist irgendwie so unreal irgendwie. Jetzt war er schon noch in meinem Bauch und jetzt liegt er da bei mir und schmatzt vor sich hin und nimmt dem Papa seine Hand oder seinen Finger. Es ist schwer, in Worte zu fassen. Ich glaube, man kann es gar nicht so wirklich. Man kann es nur fühlen. Und jetzt hoffen wir, dass er auch die nächsten Wochen gut übersteht. Passieren kann natürlich immer noch was, das sagen die Ärzte auch ganz offen, dass es immer zwei gute Tage gibt und dann kann wieder irgendwas was anderes passieren. Und wenn er keine Infektion bekommt oder so, dann ist schon die halbe Miete. Kritisch sind vor allem die ersten Tage. Ob Paul wohl stark genug ist? Auszeit für Jana. Auspowern, den Kopf freikriegen, abschalten. So oft es geht, geht Jana trainieren. Sie braucht das. Jana läuft sogar Marathon. 42 Kilometer in 3 Stunden 45 Sekunden. Ihre Trainingspartner heute, die beiden Söhne. Wenn ich dann längere Zeit mal nicht schaffe, laufen zu gehen, weil ich irgendwie was zu tun habe zu Hause oder bei der Arbeit viel los ist und ich es irgendwie nicht unterkriege, dann merke ich, dass ich total nervös und rappelig werde. Joggen hilft ihr, sich das Erlebte von der Seele zu laufen. Natürlich ist es jetzt nicht das Schönste, dass man nachts zum Beispiel raus muss und arbeiten muss. Oder es gibt natürlich dramatische Situationen, wo dann ein Kind sehr, sehr krank ist oder vielleicht im schlimmsten Fall auch verstirbt. Das sind natürlich Schattenseiten, das sind dann ganz schlimme Erfahrungen. Aber in den allermeisten Fällen überwiegt eigentlich das Positive bei uns. Und das ist das Tolle, das gefällt mir an der Arbeit. Auf der Station gibt es Grund zur Freude. Der kleine Paul ist schon 11 Tage alt und hat die kritische erste Zeit überstanden. Mutter Nina wieder auf den Beinen und voll eingespannt. Hallo, hallo. Ihr seid schon fleißig am Versorgen? Ja. Super. Sind Sie schon so weit, dass wir Sie einstellen können? Ja? Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Wickeln lernen unter erschwerten Bedingungen. Ich hoffe, dass man ungefähr nachher noch einen Finger dazwischen kriegt. Schön, Paul. Paul macht es sehr gut. Paul ist ein richtig großer Streber. Er hat es von Anfang an super gemacht. Doch hinter Pauls Mutter liegen die schwersten Stunden ihres Lebens. Da wird der Kleine einem aus dem Bauch geschnitten und dann weiß man einfach nicht, was kommt jetzt so auf einen zu und wie entwickelt er sich, in was für einem Zustand ist er. Nina ist für jeden noch so kleinen Fortschritt dankbar. Dass ich einfach sehe, er kämpft sich da auch voll durch und wir sind auf einem positiven Weg auf jeden Fall. Das zeigen auch die Zahlen. Heute knackt Paul die magische Grenze von 1000 Gramm. Ein besonderer Tag. Für alle Beteiligten. Frühchen Jana ist da schon einen Schritt weiter. Sie darf die Intensivstation verlassen. Nach 2,5 Monaten. Bald geht es nach Hause. Die Jana ist hier oben angekommen. Ja. Und sie mit dazu. Ja. Sie ist jetzt eigentlich genau 10 Wochen alt. Und wenn wir jetzt schon dran denken, dass sie bald Richtung nach Hause geht, dann war das extrem schnell für so ein kleines Frühgeborenes. Dank Jana und dem ganzen Team hat wieder ein kleines Frühchen den entscheidenden Schritt ins Leben geschafft. Das ist eigentlich, was auch einen immer wieder bestärkt in der Arbeit, die wir machen, dass es dann gut ausgeht und dass wir die Kleine und ihre Eltern auf einen guten Weg gebracht haben und auch die Eltern glücklich gemacht haben und der Kleinen eben den besten Start ins Leben möglich gemacht haben. Also das erfüllt einen und das macht einen sehr, sehr glücklich.